Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute zeige ich dir, wie du Sachaufgaben mit Hilfe einer Skizze, also einer einfachen Zeichnung, lösen kannst. Bevor wir anfangen, lesen wir uns erst einmal die Aufgabe gründlich durch und wir klären Wörter, die wir nicht kennen. Ich lese dir die Aufgabe einmal vor. Tim baut einen Turm aus 13 Würfeln. Er stapelt immer abwechselnd 3 gelbe und 2 rote Würfel. Jetzt kommt die Frage, welche Farbe hat der 10. Würfel? Und es gibt noch eine zweite Frage. Wie viele rote Würfel werden verbaut? Ich denke, Wörter müssen wir nicht klären. Die sind alle einfach und verständlich. Aber was wir machen können, und das kannst du übrigens bei jeder Sachaufgabe als erstes tun, wir unterstreichen wichtige Informationen. Also alles, was wir schon wissen anhand des Textes. Wir unterstreichen als erstes die 13 Würfel. Daraus besteht der Turm. Und was wir noch wissen ist, dass Tim abwechselnd 3 gelbe und 2 rote Würfel stapelt. So, wenn ich das gemacht habe, versuche ich jetzt eine Zeichnung anzufertigen. Was können wir zeichnen? Als erstes den Turm mit den 13 Würfeln. Und da das Ganze nur eine Skizze ist und mir helfen soll, die Aufgabe zu lösen und es nicht um das perfekte Bild geht, kann ich das ganz einfach zeichnen. Los geht's. Ich zeichne 13 Würfel. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und 13. So, die stehen da auf dem Boden. Was weiß ich jetzt noch? Es sind immer abwechselnd 3 gelbe und 2 rote Würfel. Also, 3 gelbe. Dann kommen wieder 2 rote. Wieder 3 gelbe. 2 rote. 3 gelbe. So, und jetzt kann ich an meiner Skizze sehen, welche Farbe der 10. Würfel hat. Dazu zähle ich einmal von unten. Das sind 5. Nochmal 5. Das ist der 10. Würfel. Und der ist rot. Meine erste Antwort lautet also, der 10. Würfel ist rot. Das schreibe ich mal eben auf. Und auch die zweite Frage kann ich mit Hilfe meiner Zeichnung beantworten. Wie viele rote Würfel werden verbaut? Kann ich schnell sehen. Es sind 4 rote Würfel. Auch das notiere ich. Es werden 4 rote Würfel verbaut. Du siehst also, bei manchen Aufgaben kann dir eine Skizze helfen, die Aufgabe schnell zu lösen. Wenn du das Ganze jetzt noch üben möchtest, habe ich dir dazu in der Videobeschreibung das passende Arbeitsblatt verlinkt. Und wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich wie immer über ein Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.